Hallo meine Lieben und willkommen zu einer neuen Aufnahme von The Room 3. Wir müssen hier dieses Ding suchen. Ups, nicht das. Diese Plattform hier. Ich weiß ja noch nicht wo. Aber der Tresor, kriege ich den irgendwie auf? Ja. Irgendwo habe ich was mit Schraubenzieher zu tun. Mal gucken, was hier drüben noch so ist. Vielleicht bei dieser Kiste hier? Nö. Auch bei dieser Kiste nicht. Und hier drüben? Auch so nix. Mal gucken. Im Oszilloskop oben im Turm scheint ein Teil zu fehlen. Was? Wo könnte ich den Teil für den Oszilloskop finden? Tja, das habe ich schon festgestellt, dass das Ding fehlt. Mein liebes Spiel. Weil hier komme ich nur zum Aufzug. Und finde aber so nichts. Im Turm, der Osteoklop im Turm gleicht offenbar dem ersten Osteoklopen, was? Das ich gefunden habe. Naja, soll ich jetzt nochmal nach unten gehen? Oha, jetzt müsste ich wissen, was der erste Raum war. Weil mit einem Schraubenschlüssel werde ich es wahrscheinlich dann entfernen können. Ich weiß gerade überhaupt nicht mehr, was der erste war. Verzeihung, ich habe noch immer leichten Husten. Also das war, glaube ich, nicht der erste, aber man kann mal gucken. Mit diesem Schraubenzieher kann ich das Oszilloskop im Arbeitszimmer öffnen und einen Blick hineinwerfen. Jo, schön. Aber ich muss erstmal das Arbeitszimmer finden. Okay, das ist der Raum. Ich bin da sehr verwirrt, was die Räume angeht und was das so ist. Wenn er mich fragt, ich bin hier rübergegangen, hier. Achso, hier ist gar nichts. Dann gehen wir mal hier lang. Ist das das Arbeitszimmer? Ich glaube schon. Ah! Jetzt ist halt die Frage, ob das Ding reicht. Mal. Der Raum war's. Und dann halt wieder nach oben. Mal gucken. Ab. Der Aufzug geht eigentlich übelst lang nach oben, wenn ich ehrlich bin. Na komm. Ah, die andere Klappe ist eh dran. Okay. Okay.
Die Tür sah sehr gruselig aus, wenn ihr mich fragt. Ah, hilft nichts. Ich muss mir kurz einen Schluck trinken. Okay. Mal gleich irgendwo einfach hin. So, was haben wir hier? Ich glaube, eine Scheibe fehlt. Ja, das kann gut sein. Wieso, mein Okular sieht man auch nichts. Was ist das? Ach du meine Güte. Und hier drüben? Ich glaube, ich kann mich erinnern, dass das Rätsel scheiße war. Eine gesprungene Linse, ich werde es entsorgen. Okay. Hier ist was. Okay. Ah, gravierte Glasscheibe. Das ist die, was jetzt da drüben hingehört. Denke ich mir mal. Sagt es mir doch immer, dass irgendwas fehlt. Dragon. Ich glaube zwar, dass ich ungefähr weiß, um was es geht hier, aber ja. Die Glasscheiben in der Kapsel lassen sich wohl mit den Stiften an den Seiten drehen. Ja, nee. Ich glaube, ich lasse mich auch einfach von diesem Dragon da zu viel beeinflussen. Aber es ist ja. Das Ding gibt ja hier ein Symbol. Ich weiß nicht, ob das mit dem zu tun hat. Da bin ich mir jetzt gerade ganz unsicher. Komm. Sagst du? Am Rand der Kapsel ist eine Taste. Vielleicht bringt die etwas Licht ins Dunkel. Am Rand der Kapsel? Ach je. Track oder Dragon? Okay, man sollte halt die ganzen Dinge genau angucken, dass man weiß, wo was lang geht, aber ist okay. So. Jetzt haben wir so einen Kristallstern. Der gehört hier in die Mitte, da bin ich mir fast sicher.
Ja, aber Ding ist das jetzt. Okay. Okay. Was passiert denn, wenn ich das aufsetze und da klicke? Gar nichts. Ändert sich nichts. Mal was gucken. Okay, hier. Ah. Diesen und den linken. 1, 2, 3, 4. Vielleicht ist es so. Jetzt weiß ich noch nicht, ob ich es jetzt richtig erwische. Das wäre der, der, der und der. Nett. Jetzt haben wir das. Teleskoplinse und Pergamentstück. Hallo. Ich glaube nicht, dass das irgendwas bringt. Jetzt schauen wir sich mal das an. Ah, okay. Schauen wir mal. Okay, da ändert sich nichts. Das Pergament bringt uns jetzt auch nichts. Ansonsten kann ich hier nichts tun, gell? Nee, nicht wirklich was. Wenn ich hier was ändere, dann ändert sich natürlich der Mond. Was ist das hier? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht gehört es ja irgendwo hin, Scherzkeks. Ah, Mensch, da, hier, komm. Okay, dieses komische Symbol auf Sonne, das ist S und F auf Mond. S auf Sonne, F auf Mond. Also es ist ein Stern, aber gut. Das ist das hier. Und das F hier auf Mond. Ich weiß ja noch nicht, was hier passieren soll. Aber ist ja wurscht. Soll es dann das hier ergeben? Oder wie soll das gehen? Ah, nee, ich weiß schon. Okay, es muss wahrscheinlich so verbunden sein. Kann ich mir vorstellen, dass es sich zusammenbindet. Okay, dass das Viereck eventuell dann zum Viereck geht und solche Dinge. Ist das das jetzt? Das Runde geht zum Runden. Das geht zu dem und das Viereck zu Viereck. Was ist denn das? Eine 3? Ein verkehrtes, komisches S oder so. Ich muss mir das nochmal angucken. So, so, so. Eine 3. Ich würde sagen, das ist eine 3. Und die zwei Halbkreise.
sehe das hier jetzt gerade nicht. Ah, da. Und da haben wir das da. Oh je. Eine Metallplatte, okay. Ich hätte sie einfach nur einsammeln sollen. Oh. Und wo muss ich jetzt mit der hin? Das ist doch... Muss ich in den Raum? Oh je. Ah ja, daher waren wir noch gar nicht irgendwie. Nun wirst du erkennen, was der Kern dieses Abenteuers ist. Hast du je einen derart atemberaubenden Anblick erlebt? Dies ist unser Preis, deiner und meiner. Erstaunlich, wie sehr du dem Nullelement widerstehen kannst. Nur ich vermochte, diesen Schlüssel zu schmieden. Doch nur du vermagst, ihn einzusetzen. Das ist mir jetzt klar. Alles ist bereit. Die letzten Berechnungen werden dich vor keinerlei Probleme stellen. Und sobald du das Tor aufstößt, werde ich bei dir sein. Lass uns gemeinsam hindurchschreiten. Die grandioseste Leistung seit einem Dutzend Generationen. Der Meister. Okay, dann werden wir das machen. Oder geschweige denn weitermachen. Aber in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.